Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich in der Tagesordnung gelesen habe, diese Aktuelle Stunde und den Namen dieser Aktuellen Stunde, habe ich mich ein bisschen gewundert. Ich hätte es ja verstanden, wenn am Tag, an dem wir das Bundesverwaltungsgerichtsurteil zu dem Thema der Revision von den Urteilen aus Düsseldorf und Stuttgart erwarten, man das zum Thema gemacht hätte. Vielleicht auch die möglicherweise drohende Vertragsverletzungsverfahren der EU. Aber das, was wir vorgelegt bekommen haben von der FDP, Mobilität, hat mich dann doch ein bisschen irritiert. Vor allen Dingen, wenn hier eingeleitet wird mit der Frage, wir sollten nicht denken, sondern handeln, hat Herr Luksic vorhin gesagt. Ich habe ein Flugblatt der FDP vor der Nase, da steht drin, Mobilität neu denken. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, für die Bundesregierung werden Denkverbote verlangt. Denn was steht eigentlich in dem Brief? Frau Lühmann hat es vorhin schon mal zitiert. Da steht drin, wir denken darüber nach. Und wir denken über 7 Punkte nach. Und nicht nur über die, sondern über die Dutzenden von Punkten, die wir in den Ergebnissen der Dieselgipfel 1, 2 und den weiteren Gesprächen auf die Tagesordnung gesetzt haben. Von den Linken habe ich nichts anderes erwartet als einen Vorschlag, die Kosten des ÖPNV, der ja nicht kostenlos ist, zu sozialisieren und es auf diese Weise zu bezahlen. Das ist ja aber auch nicht das richtige Modell. Und dann habe ich mich über Herrn Gelper ein bisschen gewundert. Herr Gelper, der ÖPNV ist bezahlbar. Und da, wo er nicht bezahlbar ist, weil die Preissteigerungen groß sind, die ganz wesentlich durch Lohnentwicklung bestimmt werden, haben die Städte und zum Teil die Länder zu Maßnahmen von Sozialtickets gegriffen. Bei mir in Köln zum Beispiel. Und dass das Modell richtig funktioniert, zeigt sich daran, dass wir jedes Jahr massive Zunahme der Fahrgastzahlen haben. Also marktwirtschaftlich ist das offensichtlich richtig und sozial abgefedert ist es auch. Die Frage, was ein ticketfreier ÖPNV kostet und wie diese Kosten gedeckt werden sollen, die ist natürlich, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und wenn der VDV 12 Milliarden für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt ausrechnet, dann braucht man nicht lange darüber nachzudenken, dass das eine ziemlich irreale Summe ist. Aber es ist auch ja nicht ernsthaft in der Diskussion, eine solche Maßnahme einzuführen. Wir haben bei der ganzen Diskussion einen Punkt, der ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, nämlich die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, dass die Belastungswerte aus den Emissionen deutlich zurückgegangen sind. Das heißt, alles, was bisher gemacht worden ist, hat Wirkungen gehabt. Und die Diskussion, die heute bei der Erörterung des Gerichtstermins beim Bundesverwaltungsgericht eine Rolle gespielt hat, nämlich die der Frage der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen im Vergleich zu der gesundheitlichen Beeinträchtigung der Bevölkerung durch Emissionen, wird ja wohl auch noch mal eine Rolle spielen, wenn wir über praktische Maßnahmen in den Kommunen diskutieren müssen. Es geht darum, dass wir mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen arbeiten. Das hat mein Kollege Jung thematisiert. Und die Konkretisierung hat mein Kollege Klare vorhin schon mal deutlich angesprochen. Das will ich hier gar nicht wiederholen. Vielleicht nur ein Punkt. Aus den 7 Punkten, die in dem Brief der Bundesregierung der 3 Bundesminister aufgelistet worden sind, gibt es einen, der heißt Rechtsrahmen verändern. Und dahinter verbirgt sich die Überlegung, dass wir die Kommunen in die Lage versetzen sollen, rechtliche Maßnahmen zu machen für punktuelle, lokal wirksame Regelungen, wie zum Beispiel eine Beeinflussung von der Ausstattung, wie sollen Taxen fahren beispielsweise, oder Busse oder ähnliches mehr. Das zeigt, dass hier eine Ergänzung gemacht worden ist zu den vielen Punkten, die wir diskutieren, und die sind schlicht und einfach sinnvoll. Die Autoindustrie soll zahlen für Nachrüstungen. Ja, es sieht so aus, als wären technische Nachrüstungen sinnvoll und möglich. Sicherlich nicht in Bezug auf alle Fahrzeuge, weil die möglicherweise dann deutlich zu teuer sind. Die müssen dann auch wirtschaftlich einigermaßen vertretbar sein. Aber wir haben leider eine Rechtslage, die ganz klar sagt, die Autoindustrie, mit Ausnahme des Themas Betrugssoftware, die Autoindustrie hat sich an die EU-Rechtsvorgaben gehalten.
Die Vorgaben waren die, die die Lücken ließen, mit denen wir heute zu tun haben. Allerdings will ich auch sagen, dass die Autoindustrie vielleicht wirklich gut beraten wäre, wenn sie statt Hunderte von Millionen Euro in Imagekampagnen stecken wollte, diese Mittel mal benutzen würde, um sich an Nachrüstungskosten zu beteiligen. Das wäre meiner Ansicht nach eine lohnendere Investition. Ich will zum Schluss einen Blick auf Köln werfen. Wir haben in Köln, belastetste Stadt in Nordrhein-Westfalen, Hotspots mit Überschreitungswerten. Wir haben aber auch Messpunkte, wo wir die Werte unterschreiten, die Grenzwerte. Und das zeigt doch eins, das zeigt, dass wir keine flächendeckenden Maßnahmen brauchen, sondern punktuell wirksame Maßnahmen. Dazu bieten die Punkte, die in der Diskussion sind, genügend Möglichkeiten. Wenn wir Punktziele haben, Hotspot sagt Kollege das, wenn wir Möhring, Punktziele haben, ich bitte darum, den Punkt zu setzen. Schießen wir nicht mit Schrot auf Punktziele. Ich danke Ihnen. Das Wort hat die Abgeordnete Uli Nissen für die SPD-Fraktion.